Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Und mit weiteren meine ich natürlich wieder ersten heute. Wir sind in einem etwas anderen Spiel. Wahrscheinlich seht ihr links und rechts solche schwarzen Balken in dem Videofenster bei YouTube. Oh, nichts sagen. Das liegt dann aber am Spiel selbst, weil das kann man leider nicht höher spielen und höher stellen. Und zum Thema, was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Es hat irgendwas mit Jump'n'Run zu tun. Man muss ja einfach versuchen, verschiedene Level zu machen. Das hier sind die Credits. Die werden wir aber nachher nochmal sehen. Zum Ende wahrscheinlich, wenn ich sie vergesse, was ich wahrscheinlich tun werde, aber naja. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ach ja, genau, das mit den schwarzen Rändern nochmal. Es könnte eventuell sein, dass es sonst anders wäre. Also, weil es denn, dann hätte ich es aber wahrscheinlich verzogen oder sowas. Also, es würde eventuell ein bisschen komisch aussehen. Okay, als erstes gucken wir uns mal das Tutorial Welcome an. to the ELYZA Tutorial Application. Ja, genau. Tutorial sequence initialized. Okay. Ausweichen. Normalerweise ist das für einen Controller gedacht. Ich habe auch ein. Lag. Ich habe auch ein extra. Oh, Controller für den PC gekauft. Den werde ich jetzt aber nicht benutzen, weil ich finde, das kann man genauso gut auch mit Maus und Tastatur spielen. Ist nicht unbedingt jetzt leichter dadurch, wenn man das mit Tastatur und Maus spielt. Das Tutorial habe ich mir schon einmal angeguckt, deswegen weiß ich schon zum größten Teil, wie das hier geht. Aber die danach waren die Level zum Glück noch nicht. So, hier zum Springen. Man kann auch Double Jumps machen. Oh, oder sowas. Und hier jetzt diese Doppelsprünge. Genau, man kann auch einfach Steuerung, nee, einfach das Shift und oh, die Space-Taste drücken, um höher springen zu können. Das geht aber nur für eine ganz kurze begrenzte Zeit, wenn man es einmal gedrückt hat. So, dann gehen wir auch eventuell nicht hier hoch. Hier ist es auch immer mit so einem schwarzen Strich angegeben, wohin man muss. Also nicht irgendwie kommt das nämlich immer erst verzögert, diese Eigenschaft, höher zu springen. Nein. So, hier noch ein Alter. Jetzt aber konzentrieren. Das ist im Übrigen auch ein Tutorial Checkpoint. application completed. Aber ja. Application reset initialized. Okay. If you want to make it less complicated, stand still. Ja, genau, das werde ich nämlich nicht tun, denn wenn ich jetzt stehen bleiben würde, würde ich sterben. Und das möchte ich nicht machen. Auch wenn es so weniger kompliziert wäre. Das ist so ziemlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Okay. Hier müssen wir uns jetzt, glaube ich, beeilen, ja. Ja, genau, weil sonst das hier passiert. Dann mal fürs nächste Level. Level 1. Also, es gibt leider nur insgesamt zwei Level. Mit dem Tutorial sind es denn, kann man so sagen, drei. Aber naja. You shall not pass. You shall not pass. Okay. Nein, ich will. Oh, warte, das stimmt ja. Die Decke kommt hier, glaube ich, runter. Alter. Das ist mir scheißegal, was die da gerade redet. Alter. Oh. Bist du durch? So. Nein. Ja. Und das passiert, wenn man stirbt. Aber man kommt dann wieder am Checkpoint aus, falls es einen gab. Was ich hoffe. Ja, hier. Das ist echt. Und dann.
Hä? Da komme ich doch niemals rauf. Nein. Ich gehe nochmal wieder zurück. Oh, achso, okay, da muss ich hin. Alter. Hä? Alter! Oh, okay. Okay. Nein! Nein! Ja, okay, also nochmal wieder beim Checkpoint anfangen. Es ist ein ziemlich einfach gemachtes Spiel, aber es macht auch ziemlich viel Spaß. Also es ist ziemlich gut, würde ich so mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, aber... okay. Alter! Lol. Okay, da wurde ich. Ja. Und nochmal. Voll unten und oben sind jetzt gerade. Okay, nee, da ich. Abwarten. Abwarten. Alter. So. Alter, wie weit ich auf einmal geflogen bin. Das ist... Alter. Okay, komm. Jetzt aber noch einmal mit voller Konzentration. So. 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 Ich krieg irgendwie gerade Fingerkrampf. Das ist... Komm. Ja, okay. Was ist mit Easy? Wo ist denn das für ein Easy? Ja. Da. Nein. Hier. Alter, ist hier irgendwo auch mal ein Checkpoint oder so? Wir sind aber auch ziemlich... Oh, guck mal, das könnte man auch so einfach so machen. Und um hier zurückzukommen, einfach so. Vielleicht geht das bitte noch. Und hier ist auch schon der nächste Checkpoint. Nein, das... Beeilen. I am flawless. Hier hoch. Hier durch. Hier runter, hier links, hier rüber, hier um die Ecke, hier längs, dann da und irgendwas passiert schon. Und das muss auch irgendwie richtig sein. Hä? Davon ist der Ausgang. Das ist schön. Oder auch nicht. Hä? Alter, nein. Alter, ich möchte jetzt... Jo. Jolo. Okay. Okay. Okay, ich bin tot. Okay, immerhin komme ich da jetzt, glaube ich, wieder aus. Also, ich hoffe es mal. Ja. Und. Ja. Okay, also, die kommt doch auch. LOL! Hä? Okay. Hä, die Dinger sind weggegangen. Was ist denn Scheiße? Ja, ja, ich weiß. So. Muss ich jetzt hier warten? Alter. Also manchmal sind die dann echt noch lebensrecht. Oh, gib Gas. Aber ich glaube, ich sollte mich doch. Hier, lol. I congratulate you on how far you have come. But we only do that for every vital subject to reach this point. Ui.
bestimmt umdrehen. Hä? So. Alter. So. Jetzt einfach nur rüber. Oh, nicht zu weit. Okay. Schnell hier durch. Wofür auch immer die ganzen Sachen hier sind. Aha. Gelevelt, geschafft, meine ich. Level 2. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so lang. Ja. Moment, sind wir so ungefähr bei 10 Minuten oder so. Und ich habe irgendwas, was jetzt gerade nicht passiert. Okay, jetzt. Ja, komm. Komm. So. Level 2. I am flawless. Experience is such a useful thing. Eh? So? 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 Hey. Da so eine Strecke nach Wand. Ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit so durch, oder auch nicht. So. Checkpoint. Nein, nicht schreiben. Jetzt schreibe ich halt irgendwas, aber egal. Oh. Alter. Und jetzt? Hallo Aufzug. Wo auch immer du für bist. Okay, okay. Ich glaube, das Teil geht hier gleich weg. Okay. Hä? Was jetzt? Oh, hier bin ich gerade gewesen. Ja, mir verwirren mich diese ganzen Webseiten. Ich glaube, wenn ich zu weit nach oben komme, dann wäre ich zerdrückt. Okay. Alter. Komm. Schon mal gebückt laufen. Okay. Und jetzt? Fallen. Lol. What? Hallöchen. Oh. Alter. Hä? Jetzt habe ich das Ganze noch... Boah. Ich komme noch mal eben ganz schnell hier. Komm, komm, komm. Ach ja, genau. Hier runter. Hier hoch. Hier hoch. Wo ist die Tür? Da. Nein. Alter, die Wände sind so mega scheiße. Was ich zumindest schon mal zu dem Spiel sagen kann, ist ziemlich lustig und ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Alter, okay.
Lass mich hier rüber. Lass mich hier drunter. Lass mich hier rüber. Lass mich hier durch. Ja, wo? Was denn jetzt? Ich hab... Alter. Hä? Never. Ich werde doch jetzt nicht... Kann ich nicht einfach hier runtergehen? Denn... Genau. Durchlaufen. YOLO. Egal was passiert, immer höher. Außer es geht nicht mehr. Alle drei von diesen Kästchen, da kann ich also hochspringen. Hochspringen, sagte ich. Und auch 3,5 oder was auch immer das gerade war. Wovon ist der Ausgang? Und auch nicht. Alter, was geht denn hier alles ab? Ehrlich, das war's? Oh, dann sind wir ziemlich gut in der Zeit. Oder warte, gibt's hier noch mal was? Game? Nein, 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 okay. Ja, gut. Also ich würde sagen, es war ziemlich lustig. Es war von der Länge her ganz okay. Ah, auf den Stühle kann ich mich nicht... Doch, so. Ah, ja. Okay. Und dann würde ich sagen, nein, war's das. Und das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder. Und... wahrscheinlich bei einem anderen Spiel oder was auch immer. Okay, gut. Dann bis morgen. Tschüss.